Um euch ein bisschen geil zu machen auf Craft Attack 7, was bald startet, am 9.11. ab 9 Uhr gibt es die erste Folge Craft Attack 7 und ab dem 9.11. gibt es um 12 Uhr einen Livestream von Craft Attack 7. Und ja, ich möchte euch ein bisschen geil machen, habe ich euch ja schon gesagt. Und zwar einfach, indem wir mal zurückblicken, Leute. Wir blicken mal zurück. Leute, gönnt euch das mal. Moment, nicht das, sondern das hier. Ich bin hier tatsächlich in der alten Craft Attack 3 Welt. Leute, das war mein allererstes Craft Attack. Und die Map, ich habe den Download-Link gefunden und ich habe sie mir geholt und dachte, boah, ich muss es euch zeigen, unbedingt, allein euch schon, um zu zeigen, was Craft Attack mal war und ich hoffe auch bald wieder sein wird, eben in Craft Attack 7. Ihr seht hier, oh, lol, okay, hier sind Lamas gespawnt, die hier eigentlich nicht sein sollten, weil diese Version war 1.9. Ne? Ich bin jetzt mit der 1.14 drauf, das wird auch die neue Craft Attack Version sein. Das hier ist die Craft Attack 3 Map, da oben ist Sinus Haus, hier hat Kunga gewohnt mit dem Totenkopf und so. Da hinten irgendwo in die Richtung ist Revis Haus. Und ich möchte euch jetzt gleich mein Haus zeigen, was ich in Craft Attack 3 gebaut habe. Es gibt ja einige Zuschauer, die sind seit Craft Attack 3 tatsächlich hier auf diesem Kanal am Start. Deswegen bitte ich euch mal in die Kommentare zu ballern, was euer Lieblingsmoment war. Also hier hat Revi gebaut, hier hat Kevin wieder mal irgendwas Fettes dahin gezimmert. Da oben hat tatsächlich auch Zander gebaut. Und wir haben da hinten tatsächlich ein Haus stehen von Early Boy. Ich weiß nur, dass Skate, der hat da oben gebaut und ich habe an diesem Berg hier gebaut. Wir wollten einen Highway durch Early Boys Haus machen. Irgendjemand hat ihm dieses Haus hingebaut und wir haben das ganze Haus halt mit Lianen ein bisschen veraltet aussehen lassen, weil Early Boy das Haus nicht weitergebaut hat. Wir kennen ihn, ne, Early Boy. Und darunter gibt es auch diese Schlucht, ne. Erinnert ihr euch daran noch? Das war der Wahnsinn. Das hat immer mega Laune gemacht und Early Boy hat hier dieses ganze Ding hier gefüllt. Aber gut, gehen wir jetzt mal zu meinem Haus. Und dazu möchte ich mal fragen, wollt ihr vielleicht noch eine Folge sehen, wo ich Craft Attack 4 die Map zeige? Die habe ich nämlich auch gefunden. Aber muss ich noch gucken, ob ich so weiter alles hinkriege, dass es läuft. Weil diese Map hier, die läuft nicht flüssig da hinten. Wenn ich nach ganz da hinten gehe, fängt es übel an zu lecken. Ich weiß nicht, woran es liegt. Auf jeden Fall geht hier eine Treppe hoch und dann kommt man hier zu meinem Berg. Ich weiß, ich habe absolut gar nicht schön gebaut. Guck mal hier, die Treppen, das passt einfach gar nicht. Hat es jemand ausgetauscht? Und Early Boy hat gesagt, gut, das ist sein Haus. Er hat mein Haus besetzt. Ja, ist okay, ne, war ein Troll. Und ja, hier ist mein Haus. Ich habe mich hier in den Berg reingebaut, habe mir hier ein Lager tatsächlich hingebaut. Und man konnte hier dann runtergehen, um die wertvollen Sachen dann hier zu lagern. Mit so einem Geheimgang, den ich hier gebaut habe, mit so einem Pisten und so. Finde ich mega nice. Auf jeden Fall ist da auch mal ein Unglück passiert. Ich glaube, Petrit war es. Petrit hat meinen kompletten Berg gesprengt. Er hat hier drin, hat er TNT gezündet und die Folge, die ist komplett eskaliert. Ich habe hier einen Verzauberungstisch drin. Irgendwo gibt es einen Hebel, um das freizuschalten. Dann kann man hier voll verzaubern. Voll geil auf jeden Fall. Da war ich richtig stolz damals. Und ich glaube, hier gibt es einen Geheimgang. Nein? Oh nein, okay. Dann war hier ursprünglich ein Geheimgang, wo, glaube ich, das hier aufging. Nein? Okay, Leute, ich weiß nicht, was dieser Gang hier auslöst. Ah doch! Oh mein Gott! Hier komme ich ins Endzimmer, in mein altes Endzimmer. Hier, Leute, kennt ihr noch? Chi-Chi Anderson! Oh mein Gott, Leute. Ich muss sagen, ich war damals ziemlich stolz auf das, was ich gebaut habe. Es ist zwar nicht ultra schön, muss man an der Stelle einfach mal so sagen. Ich finde es nicht wirklich schön, was ich gebaut habe. Hier hat irgendjemand getrollt und Getreide reingebaut. Hier war mein Netherportal drin, aber das ist weg. Und ja, hier geht es dann ganz runter. Normalerweise kann man hier runterjumpen, wie ihr sehen könnt. Aber hier hat auch jemand... Hallo, wer hat denn mein Haus so verunstaltet? Hier geht's ganz runter. Oh, hi. Hier ist ein Golem und so weiter und so fort. Also, ihr seht hier, ich habe richtig Spaß dran an der alten Map und ich fand es cool, damals hier in so einem Haus zu bauen. Ich weiß ja nicht, ob ihr es wusstet, aber ich werde zusammen mit Gamers Timers auf die Beine stellen und freue mich da richtig drauf. Was ich euch jetzt noch unbedingt zeigen möchte, ist der lederne Basti. Ihr merkt schon, jetzt kommen die Legs. Oh mein Gott, so. Hier, der lederne Basti. Hier stand eigentlich noch ein Schild, ne, Kneipe zum ledernen Basti. Das war die erste
Die erste Version, die ich je gebaut habe vom ledernen Bass, die fand ich richtig, richtig cool. Hier gibt es tatsächlich, nee, keine Geheimgänge, aber man kann hier weiter hintere gehen. Aber jetzt fängt es gleich an zu laggen, deswegen gehe ich hier nicht weiter. Irgendwas verbirgt sich hier, was ultra die Lags macht. Ich weiß nicht was, aber naja. Schreibt mal bitte in die Kommentare, was für euch Craft Attack 3 bedeutet hat. Was war eure Lieblingsszene? Was war der Lieblingsbeef in Craft Attack 3? Ich würde mich ultra freuen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr ein Like da lasst, wenn ihr euch auf Craft Attack 7 freut. Bis dann und tschüss.